Ja, da oben ist ein Cusco-Stein. Ich hoffe mal, die Levelenden sind hier sehr gut gekennzeichnet. Okay, noch zwei Münzen. Da ist schon wieder nichts. Fehlen uns echt vier Münzen. Im ersten Level, das finde ich aber nicht so geil. Vielleicht werde ich den ganzen Kram auch offline machen und euch dann zeigen, wo die waren. Aber ich fand jetzt auch nicht, dass ich so... Ich habe ja schon so geguckt, ne, wo die so sind. Ah. Okay. Das macht natürlich Sinn. Dann haben wir doch alle Münzen im ersten Level. Da bin ich doch beruhigt. Weil das wäre schon sehr blöd irgendwie gewesen, wenn uns im ersten Level direkt schon was fehlt. Gut, dann können wir das ja jetzt hier verlassen. Haben wir alles anscheinend. Ah, wir kriegen auch direkt einen Abschluss dafür. Dann können wir auch gleich gucken, ob wir das sowieso dann nochmal betreten können. Also, Dorf Kapitel 1. Münzen gesammelt 55 von 55. Geheimnisse entdeckt 2 von 2. Eine Goldmünze und das Ding. Und wir möchten gern X, wir möchten speichern. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das Spiel jemals komplett durchgespielt habe. Kann ich jetzt nicht sagen, ist das jetzt Kapitel Dorf 2? Dorf Kapitel 2. Okay. Oh, Gegner. Hatten wir vorher noch nicht. Okay, dann gucken wir mal direkt, ob wir hier am Anfang direkt irgendwas finden. Weil es ist hier immer, das ist sehr merkwürdig, dass da immer an den Seiten so noch ein Weg ist, weil dann denke ich immer, dass da noch so eine Spalte ist. Spalte! Wo man hin kann. Booyah! Weil da war jetzt mal wieder nichts. So, was ist das hier? Bleib von meinen Statuen weg, Lama! Der ist dünn. Das passt überhaupt nicht, die Stimme. Nektar, ich bin der König. Und jetzt öffne das Tor oder ich zerschlage deine Statuen in 1000 Stücke. Teufelsflamme! Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die Stimme von Captain Buzz Lightyear ist. Meine schönen Statuen. Was ist das denn? Um die großen Statuen zu zerschmettern, musst du das X mit einem Vorwärtskick treffen. Lamas machen einen Kick, indem sie die Action-Taste drücken, wenn sie stillstehen. Achso, ja gut, dann machen wir jetzt einen Kick und keine Rolle. Booyah! Was mit dir? Um die kleinen Statuen zu zertrümmern, musst du das X oben treffen. Drücke Sprung und dein Action, um deinen Karate-Sprung-Kick auszuführen. Okay. Ah. Na gut, ich mach das Tor auf. Aber lass ja meine Statuen in Ruhe. Nö. Oh nein, die Musik hängt. Schöne Musik. Aber ich hoffe mal... Boah. Es laggt gerade auch sehr. Wir gehen einfach mal rein und hoffen, dass es ein Ende hat. Ja. Das ist schön. Es liegt aber, glaube ich, an meiner Playse. Weil die steht momentan auch wieder hochkant. Weil sie eben wollte so... Einmal gedrückt musst du durch das Sanduhr-Tor laufen, bevor es sich wieder schließt. Vergiss nicht, Power zu drücken.
Das ist eine geniale Idee. Tja. Weil sie das Spiel sonst nicht lesen wollte. Blup. Okay. Nein, ich will das doch gar nicht. Gar nicht. So. Erstmal aufsammeln alles und dann rennen. Weil ich denke mal nicht, dass wir nochmal zurückkommen. Wo wir so langsam waren. Was ist das hier oben? Okay. Bisher macht das Spiel sehr viel Spaß. Es ist höchstwahrscheinlich für eine jüngere Zielgruppe. An eine jüngere Zielgruppe gerichtet. Aber das heißt ja nichts. Spyro ist ja auch an eine jüngere Zielgruppe gerichtet. Sieht sehr kaputt machbar aus. Ich möchte da hin. Boom, Baby! Okay, da können wir nicht lang. Das ist blöd. Müssen wir vielleicht die Vase dagegen schmeißen? Nee, die wird. Okay, die wird auch nur getriggert. Also das runterschmeißen, wenn wir wirklich vorne links stehen. Halt, Moment. Vielleicht können wir auch da drüber. Dass wir uns auf die Vase draufstellen und dann drüber klettern. Aber ich krieg die ja hier nicht runter. Das ist. Ach, blöd. Ja gut, dann. Aber ist das das Tor? Dass wir da rüberkommen, das wär's dann natürlich. Was ist das denn? Weintrauben. Ah, damit kann man bestimmt schießen. Ich mag das Geräusch, so Cornflakes-Geräusch. Na gut, dann erzähl mal. Kerne spucken können Lamas am besten. Um einen Kern zu spucken, sammle Trauben, drücke Lama-Sicht und dann Action. Was? Ich habe nicht zugehört. Und... Oh. Und nein, wiederhole es nicht. Es ist mir sowieso egal. Mit meinem neuen Lama-Rad kriegst du mich nie runter. Das werden wir ja sehen, du kleiner, jämmerlicher Bauernjunge. Dreimal gut gezielt spucken und dein Rad ist zerstört. Du kleiner, jämmerlicher Bastard. Musik ist auch gut. Was steht heute zur Auswahl? Oh, das lässt sich aber gut schießen. Das ist nämlich kein Weg, der da irgendwie, also dass das nach unten fällt. Drei. Du hast schon wieder mein Spielzeug-Lama kaputt gemacht. Na warte, ich besorge mir ein besseres und dann wirst du es bereuen. Psst. Oh, nein. Böses Lama. Dankeschön. Booyah! Okay, jetzt ist da oben alles voller irgendwelcher Icons. Symbole, aber darüber kommen wir nicht, ne? Nein. Möp. Hast du nur was zu erzählen? Denkpan, wenn du spucken möchtest, brauchst du Trauben. Ja. Haben wir ja jetzt 18 Stück. Und ich hoffe, wir kommen jetzt da raus, wo ich eben hin wollte. Ich glaube, das ist da. Oder? Ja. Sehr schön. Okay, Energie brauchen wir noch keine. Wofür sind denn diese kleinen Häschen da? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt.
Okay, wir müssen hier auf jeden Fall alle kaputt machen, sonst haben wir Münzenmangel. Und den wollen wir ja nicht haben. Hier ist noch ein Geheimnis. Geheimnis. Oh, cool. Und da sind irgendwelche Sachen, die da rumliegen. Was ist das? Achso, das sind kleine Energies. Ja. Gut, dann geht's hier weiter. Und da unten ist, glaube ich, tot, so wie das aussieht. Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, da ist wirklich tot. Okay, wow, okay. Boah, ich dachte schon, das wird uns töten. Das ist natürlich cool, dass wir so extrem weit dann springen können. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Da ist noch eine Höhle. Was hast du erzählen? In dem Tor hinter mir steht eine Wache. Die sind schwer zu schlagen. Du sprichst zufällig mit einem Lama, das den schwarzen Gürtel hat. Diese Wache lege ich doch flach. Benutze den Karate-Sprungkick. Dazu musst du Sprung und dann Action drücken. Schon gut, Kleiner. Warte lieber hier auf mich. Wenn ich die Wache flach lege, wird das kein schöner Anblick. Das ist... Das ist so falsch. Was ist das? Muss man da lang? Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Ich hoffe, wir kommen wieder zurück. Ich lausche der Musik. Ah, da läuft sie schon. Oh, eine dicke Münze haben wir bekommen. Und da ist noch so ein komisches Tierchen. Ein Vampir oder so, ne? Vampir! Das Lustige ist, wir hatten in der Schule, als wir mit HTML und so hantiert haben, und PHP und so, hatten wir so einen Vamp-Server, nannte sich das. Da muss ich jetzt, glaube ich, jedes Mal dran denken, wenn er sagt, Vampir! Was, warum bist du so am Feiern? Booyah! Vergiss nicht, um eine Wache. Ja, haben wir doch schon. Ich dachte, du würdest jetzt sagen, oh geil, du bist ja voll gut und so. Oh. Was? Igitt, ich hasse rote Sprungkäfer. Um einen roten Sprungkäfer aufzuhalten, musst du mit Lamaspucke auf ihn schießen. Wow! Das Wunder der Lamaspucke wird mich ewig faszinieren. Ich bin eben gerade fast runtergefallen. Okay. Oh. Ah, es hat nur eine Energie abgezogen. Okay, also ein Vampir wird eingesetzt, wenn wir gar keine Energie mehr haben. Das ist gut zu wissen. Ich wollte nämlich jetzt den Käfer, wollte ich kaputt schlagen, weil ich weiß nicht, ob der uns... Was steht heute zur Auswahl? Ob der uns eine Münze gibt oder ob der einfach nur uns nerven soll. Stirb doch mal! Dankeschön. Lecker. Jetzt scheitert es schon daran, oder was?
Oh, ich drücke immer die scheiß falsche Taste, Mann.